erwacht man zitternd aus dem Schlaf, weil man mit dem Geschenk der Todesangst bedacht wurde und damit dem Geschenk der Existenzialisierung. So ist das vielleicht so ähnlich, wie man Zähne klappernd und bibbernd und zitternd dem ersten Mal dem adäquaten, dem vermeintlich adäquaten Objekt wieder begegnet war, als dieser unsäglichen, realen überwältigenden Macht und dieses Zitternlaub dann mit Wohlwollen quittiert wurde, als scheues Erstarren wie die Salzsäule, jetzt hätte ich fast gesagt, der Lilith, der Frau Lotz, die nicht einmal einen Namen hat. Weil sie dies als Bekundung dessen, dass Godard benannt hat, Alina ist jung, sie erprobt die Macht ihres Körpers. Punkt, Punkt, Punkt.